Hi Leute und willkommen zurück zu Indiana Jones und der Turm von Barbie. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen Schlüssel ja gefunden. Diesen Perlmutt-Schlüssel. Perlmutt-Schlüssel. Perlmutt. Hast du auch eine Perlmutt? Tja, und jetzt müssen wir. Genau, da war dieses Loch, das habe ich gerade gesehen. Da müssen wir entweder da rein oder dieses Tor, das aufging, rein. Ich schau mal zuerst da hinten lang, bis da was gibt. Okay, da gibt es eine unsichtbare Wand und Indies epileptische Anfälle. Das ist sehr gut. Okay, praktisch gibt es hier nichts. Dann schwimmen wir mal da runter, aber zuerst einmal kurz auftauchen. Eine andere Lösung habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, da ging es schon runter damals. Mal gucken, ob das stimmt. Deshalb nehme ich das Messer. Okay. Stirb! Blöder Fisch! So, jetzt werden wir angefressen von denen. Okay, wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Könnte mir mal bitte jemand helfen? Ah, da geht's raus. Okay. Ich habe nicht gefragt. Was ist auf der anderen Seite? Schwimmen wir mal kurz dahin, weil das interessiert mich mal. Was ist da? Was ist dann da auf der anderen Seite? Nochmal zwei Gänge, okay. Hä, was ist das? Ah, das. Hä? Den habe ich doch umgebracht. Ist der tote Fisch? Und da? Okay. Okay. Ach, egal. Jetzt warte, wo ist der Gang wieder? Irgendwo rechts. Hier geht. Ah, da oben. Da müssen wir lang. Okay. Auch recht. So. Dann wären wir hier draußen. Woanders scheint es nicht hinzugehen. Oh, nee. Seht ihr das schwarze Teil da? Ich könnte mal eins versuchen, mit dem Messer zu kühlen. Hi! Hi, wie geht es dir? Erzähl mir mal was Schönes. Hast du noch irgendwelche Worte? Letzten zum Beispiel? Boah, seht euch das grässliche Teil an. So, das Teil ist hinüber. Okay. Mal kurz quicksafen wieder. Da unten ist noch eine, habe ich gesehen. Wo ist die? Okay. Anscheinend ist sie. Ist die jetzt auf der Plattform? Nein. Okay, dann können wir da ohne Bedenken da runterspringen. Da ist sie. Hi! Feuer, 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 Feuer! So. Die ist tot. Wir speichern wieder. Komischerweise kommen jetzt eine ganze Weile die Russen nicht mehr. Ich bin froh, ehrlich gesagt, weil die sind relativ brutal. Brutal. Yay, ein Lavastrom. Oh, schön, geil. Oh, geil. Oh, Mann, ey. Mal speichern kurz. Okay. Ja, das Gute ist, wir versinken nicht mal in der Lava. Wir werden sterben einfach so. Dann lernen wir das Ganze nochmal. Okay. Kein Problem. Anscheinend muss ich wirklich ein Stück runterrutschen da. Wie ich solche Szenen immer hasse. Aber es hat hingehauen. Speichern. Okay. Dann springen wir mal da lang. Gibt's hier was? Nö. Hey, dafür den Weg nach draußen. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ganz schön großes Areal. Und nicht so groß wie der Fluss. So, das da verschieben. Sonst kommen wir da oben nicht drauf. Weil das müsste doch so auch hinhauen, oder? Ha! Oh. Okay, so weit kann Indy wohl doch nicht hüpfen.
Ich verschiebe jetzt einfach mal die Kisten. Ich weiß zwar nicht, ob mir das was bringt, aber egal. So, jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Ob das so klug war, weiß ich selber nicht. Aber ich verschiebe jetzt einfach mal die nach hinten und die da drunter. Das ist bloß ein Versuch. Okay. Na. Willkommen in der Hölle auf jeden Fall. Was, das ist kein Vulkan, das ist wirklich die Hölle. So. Ah, hat hingehauen. Cool. Okay. Da fehlt eine Leiter hoch. Dann gehen wir mal da hoch. Nö. Ach nö, jetzt, oder? Jetzt komme ich da nicht durch, oder was? Ich kann das nicht noch weiterschieben. Okay, wie bekomme ich die Kiste da weg? Mal kurz raufgucken. Für was brauche ich dann den Eingang, wenn... Hä? What the... Na egal. Für was brauche ich denn die Leiter, wenn ich da eh hochkomme so? Brauche ich jetzt nicht hinterfragen, oder? Oh Mann, warum kann da nicht Wasser unten sein? Müssen wir wenigstens, wenn wir da reinfliegen, dass wir überleben. Wuhu! So. Jetzt sind wir da. Mal speichern, weil wenn man so her sieht, wenn man das so anschaut, sieht man diese Pfähle. Das gefällt mir nicht ganz. Nicht, dass da jetzt irgendwas kommt, irgendwas Größeres. Oder nur massenhaft Spinnen. Hau ab! Da ist noch eine. Da kommt noch eine. Hier. Verdammt, ich bin vergiftet. Aha. Gegen Gift. Und wahrscheinlich würde mal ein Heilkräuterchen nicht schaden. Okay. So, schnell die Waffe ziehen. Nicht, dass da noch eine wartet. Trau diesen Spinnen jetzt nicht. Was ist denn das? Hä? Okay. Wir sind wieder am Anfang. Da ist ein Schalter. Was wird wohl passieren, wenn ich den Schalter betätige? Ich möchte nicht hinschauen. Ach so. Bloß das Tor. Okay. Hat sich das erledigt. Okay, dann müssen wir wieder da runter. Wuhu! Na, das war mal eine Arschbombe. Lalala, lalala, lalala. Der Schwimmen schaut immer bei Indy so einfach aus. Ist so krass. Okay. Dann langsam nach vorne gehen. Schauen, ob die Tür öffne, so aufgeht. Irgendetwas blockiert diese Tür. Es gibt eigentlich keine Tür, die ohne Schlüssel aufgeht in Indiana Jones, kann das sein? Keine einzige. So. Dann die Perlenmutter. Perlmutschlüssel, da rein. Die Perlenmutter hat die Tür geöffnet. Okay. So, mal die Waffe ziehen lieber. Natürlich. Mach die Tür wieder auf. Tür, aber ich scheine sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Mach die Tür wieder auf. Kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist ja nicht zu glauben, oder? Ist die Tür zu? Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Okay. Okay. Ja. Das ist ja toll. Sind wir in, Willy Wonkas Lavafabrik gelandet, das ist der Lavafluss. Diese macht die Schokolade da hinten dann voll geschmeidig. Was zur Hölle? Naja. Aber was genau dieser Fluss ist oder für was wir den brauchen oder ob wir einfach da weiter können, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Peace.